Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind diesmal im Tannheimer Tal. Das Tannheimer Tal gefällt uns deswegen so gut, weil es von 2000 Meter hohen Bergen umgeben ist. Und die schaffen wir so an einem Tag Abstieg und Aufstieg ganz gut. Außerdem ist das Tal nicht so schmal wie das Ötztal und Pitztal. Da sind wir schon zum zweiten Mal hier und wollen hier ein paar Wandertage verbringen. Unsere Unterkunft hatten wir in dem Tannheimer Ortsteil Berg, dazu später mehr. Joch, und unseren Begrüßungstext haben wir auch gesprochen an der Bergstation Wannenjoch. Da hat man nämlich eine richtig schöne Aussicht aufs Tannheimer Tal. Dumm war nur, dass an diesem Tag die Bergstation, die Bahn hatte Ruhetag und so mussten wir zu Fuß da hoch, was sich im Nachhinein als gar nicht schlimm herausgestellt hatte. So hatten wir die schöne Aussicht für uns ganz alleine. Allerdings sind wir von da oben dann nicht mehr weiter hochgewandert, wie ursprünglich geplant, sondern sind gleich wieder abgestiegen über die Stubener Sennalpe. Da haben wir auch Pause gemacht, hat uns super gut gefallen. Hast du schon überlegt, was du trinkst? Ich hab keine Karte. Ja, willst du wissen, ob du eine Cola möchtest, ein Bier oder? Eine Cola, ja. Eine Cola, das haben wir schon. Wenn wir ein Bier trinken, ich natürlich auch. Dann wissen wir schon, was wir haben. Ein paar Fliegen hat es hier, ne? Jo, und da drüben ist ein Stall. Genau, da drüben ist der Stall. Wir waren mal hier, da ist ein Huhn rumgelaufen. Ja, einmal tanken. Den Abstieg. Oh, es fliegen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ist ja nicht schön. Ah. Einfach ignorieren. Ja. Afrika, ne? Kennst du das ja von Afrika? Ja, ein paar Fliegen hat. Da darf man nicht empfindlich sein. Mhm. Da darf man nicht empfindlich sein. Magst du nicht so, ne? Nein. Nicht so deine Lieblingstiere. Nein. Oh, wie den Fliegen abhauen. Fliegen entrinnen. Oh. Tut die Füßen gut. Die neue Wanderschuhe. Ja, aber die Füßen tut das gut. Die Füßen tut es gut. Ja. Mal einzutauchen. Das Kneippbecken. Ja. Ja, dann mal los. Heizer. Schön. Geht gut? Ja. Oh. Bombe. Was machst du denn da? Also einkaufen im Urlaub ist immer irgendwie was Cooles, ne? Sind die Produkte immer ein bisschen anders aus? Ja. Die Getränke auch? Ach, Christoph. Schöne gemütliche Terrasse. Ja. So, Dele. Den Tag heute haben wir mehr Glück gehabt als Verstand. Glaube ich, oder? Ja, war so. Es hat so bis 12 noch so geregnet. Ne? Regnerisch schlecht angefangen. Bis 12 hat es noch geregnet. Und sehr spät los. Der ursprüngliche Plan war heute mit der Bahn. Wie hieß die Bahn? Die Wannenjochbahn. Die Wannenjochbahn hochzufahren und von dort aus einen der Berge, die es dort gibt, zu besteigen, den Scheißer. Und wie heißt den Bescheißer nicht, aber das Wannenjoch da oben. Das Wannenjoch. Ne? Und auf den Grat zu wandern da oben. Es hat uns aber so gehabt, dass die Bahn Ruhetag hatte. Am Anfang haben wir gedacht, verdammt, da haben wir wirklich Pech gehabt, aber war viel besser, weil wir waren alleine, ne? Weil wir alleine waren. Schön. Sind natürlich nicht mehr weiter, sind nur hochgewandert. 6 Leute waren da oben. Mit viel Pause eigentlich auch. Also wir haben die reine Gehzeit war vielleicht 2 Stunden, etwas über 2 Stunden Aufstieg. Abstieg kommt noch mal dazu. Also war es recht bekömmlich, erstmal um zu gucken, wie es so funktioniert, getrödelt. Und morgen haben wir was anderes vor, nämlich morgen wollen wir zum Filzalpsee fahren. Und da müssen wir schon um 8 Uhr am Filzalpsee sein, weil sonst ist es zu, da hinten kommt keiner mehr rein. Da lassen sie keinen mehr rein, genau. Um die Touristenströme zu kontrollieren. Bis 8 Uhr muss man drin sein an dem Parkplatz und von dort aus könnte man zur, wie hieß die Hütte? Landsberger Hütte. Landsberger Hütte wandern und von das dort wird aus sehr steil. Von dort aus einen der steilen Berge, die es dort gibt, nämlich die Rote Spitze oder die Steinkar-Spitze. Das wäre etwas, was wir uns vornehmen wollen würden für morgen vielleicht. Ja, Freunde der gepflegten Wanderung, ein neuer schöner Tag. Es ist kurz nach 8. Wir starten hier gerade am Filzalpsee
und wollen in diese Richtung zur Landsberger Hütte und dann wollen wir mal gucken, was da noch so geht. Hey, ihr merkt, mir wird langsam warm. Wir schrauben uns so langsam hier vom Filzalpsee nach oben. Im Hintergrund haben wir einen schönen Filzalpsee mit den tollen Farben, die immer intensiver werden, je höher die Sonne aufgeht. Wir hören hier Kuhglockengeläut, das Wasserrauschen, einfach traumhaft. Jo, der Weg hier hoch ist angegeben vom Parkplatz mit 3 Stunden. Wir brauchen da ja immer ein ganz klein bisschen länger, weil wir uns auf Zeit lassen. Und ja, ein Stückchen müssen wir noch machen. Da. Da ist der Landsberg mit. Ja, da müssen wir zurück. Hier schlängeln wir uns rum. Da, der Felsen lang. Wir schlängeln uns jetzt den Weg hier hoch und da geht es zur Landsberger. Ja, genau. Da, ja, ja. Okay, da. Genau. Das wird noch zu schaffen sein. Ja. Schön, ne? Wunderbar. Gedenktafel, ne? Ja. 2001. Sieht gar nicht so alt aus, die Frau. Nö, aber wenn du mal blöd abschmierst oder Wetter hast, sag ich mal. Ja. Wir sind hier im Gebirge, das kann man eindeutig sehen. Ja, vor allen Dingen, wenn es nass ist, ja. Wenn es nass ist und so, oder ein Steinschlag, weil es der Minus kommt. Ja, genau. Nur mehrere Gedenktafeln, verdammt. Lieber Gott. Ja. Was ist das für ein See? Lachesee. Traualpsee und dahinter war der Filzalpsee. Toll. Da steht Steinkarspitze, rote Spitze, jeweils 1 Stunde 15 Minuten. Und das müsste die Steinkarspitze sein und das müsste die rote Spitze sein. Ich denke, wir gehen den Weg so entlang und an dem Grat wird sich das vermutlich trennen. Und wir möchten dann die Steinkarspitze nehmen, weil die so ein bisschen spektakulärer ist. Ne? Das ist der Plan. Lasst euch nicht stören. Ich gehe einfach drumherum. Der eine oder andere, der unsere Videos öfter schaut, wird sich fragen, ja, wer wandert denn da mit uns? Das ist der Marcel. Hallo, ich bin der Marcel, 26 Jahre alt und ich finde es toll, mit meinen Eltern Urlaub zu machen. Ja, das hast du schön aufgesagt. Naja, in Elmau, da hat mein Rico dabei, unseren jüngsten Sohn.
Und es ist ja nun wirklich nicht selbstverständlich, wenn erwachsene Kinder mit 24 und 26 mit ihren alten betagten Eltern noch in die Berge gehen. Das finden wir schön. Und ja, es lockert die ganze Sache ein bisschen auf. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so handhabt. Nehmt ihr eure erwachsenen Kinder mit oder fahrt ihr als erwachsene Kinder mit euren Eltern mit? Sowas wird uns schon mal interessieren. Bis wie lange habt ihr das gemacht? Also was. Ja, und jetzt genug geschwafelt. Da ist der Gipfel. Oh. Jetzt hast du es vertrieben. Ja, es hat Angst gekriegt. Cool, ja. Oh, Gratwanderung. Oh, ich liebe Gratwanderung. Führung zur Markierung. Was denn? Warten oder weiter? Du bist nicht gefragt. Und vor allen Dingen ein Gipfelbier. Haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Die habe ich nicht mitgeschluckt. Aber ich? Nee, ne? Ja. Ehrlich jetzt? Habe ich gemacht. Pass auf. Das glaube ich dir nicht. Eins. Zwei. Das glaube ich nicht. Für dich. Für deine Mühen. Dass du es geschafft hast. Weil ich dich so liebe und alles. Mhm. Mal auf. Das geht doch immer nicht. Gipfelbuch hast du entdeckt. Ja, kannst du es eintragen? Oh, wie schön. Oh, wie schön, ja. Trag rein. Oh, die Leute haben so viel reingeschrieben schon. Ja. Es gibt Momente, die sind unbezahlbar. Das ist so ein Moment hier, der nie aufhören sollte. Richtig wunderschön die Aussicht. Ich schwenke noch mal rum und erstmal mein Bierchen beiseite stellen. Ist das nicht wirklich toll hier auf der Steinkarspitze? Es ist irre. Morgen! Wir sind gestern gut von der Steinkarspitze runtergekommen und sitzen hier jetzt nach einem guten Frühstück hier in der Stube. Genau, in unserer schönen Unterkunft. Die gefällt uns ganz gut. Da blenden wir ein paar Bilder ein. Klein, schnuckelig mit Geranien vor dem Balkon. Betonien. Und ja, hier drin ist recht hübsch, diese Stube. Zeigen wir auch nochmal ein Bild. Wir haben gerade ganz lecker, super gefrühstückt. Sind sehr zufrieden mit der Unterkunft. Gefällt uns richtig gut. Oben haben wir eine kleine Wohnung gemietet, wo man auch abends schön noch eine Kleinigkeit kochen kann. Frisch renoviert, ne? Ja, alles sehr hübsch. Ursprünglich ganz toll. Die Wanderung gestern, die hat uns schon ein bisschen angefasst, müssen wir sagen. Mhm. Den ganzen Tag unterwegs waren wir dann doch froh, dass wir heile unten waren. Ja, war anstrengend auch, ne? Machen wir nicht jeden Tag. Dafür, dass man nur einmal im Jahr so Touren macht, denke ich, war das schon okay. Ja, der steile Anstieg zur Landsberger Hütte, das geht einmal steil hoch. Kurz und knackig, dann hat man's. Dann nochmal von der Landsberger Hütte anderthalb Stunden weiter auf die Steinkartspitze. Genau, und die Details zu der Wanderung nochmal genau, muss man überlegen, die blenden wir jetzt zum Schluss irgendwie mit ein. Oder jetzt mache ich nochmal so ein Fenster dabei oder zum Schluss in der Videobeschreibung mal sehen. Da werden wir noch Informationen mit beigeben. Heute werden wir den Tag ein bisschen kürzer gestalten. Mhm. Gucken wir mal, soll ich eine Bahn hochmachen und da mal ein paar Schritte irgendwie im schönen Panorama. Das Wetter soll nicht ganz so toll sein. Genau, es soll nachher wieder Regen geben. Wir haben ja schon einmal die Hunke nass bekommen. Das wollen wir jetzt mal vermeiden. Ja, am ersten Tag, da wollten wir nach der Ankunft, als wir 600 Kilometer gefahren sind, uns noch ein bisschen die Beine vertreten, sind auch mit der Bahn hochgefahren und wollten ein Stückchen runterlaufen. Da haben wir richtig, richtig die Hucke nass gekriegt. Plätschen nass sind wir geworden, wie die große Kuhlange ausgesehen. Ja, das, vor dem Hintergrund waren wir froh, dass wir gestern so einen schönen Tag hatten. Ja. Alles klar, dann werden wir unsere Brocken zusammenpacken und werden wir starten. Da kommt einer, den nehmen wir. Ja, den nehmen wir. Rein mit euch. Kartenbeauftragte. Ich sitze heute hier. Guck ins Tal. Ich auch.
Wir haben uns für den Schadstrophen entschieden, ne? Das sollte der da sein? Ja, sieht ganz hübsch aus, finde ich. Der da Schadstrophen. Glaube ich. Ja. Ich hoffe, ich sage da keinen Unsinn. Sieht doch schön aus. Ja. Auch in so einer Landschaft hat das auch was anderes, ne? Ja, aber schon Wanderautobahn jetzt hier so ein bisschen. Ja, naja, überall, wo eine Seilbahn hochführt, hast du natürlich mächtig viele Menschen. Da ist ja der Schadstrophen, wo wir vorhin raus sind und wieder zusammen runter sind. Und da vorne ist so eine Ecke, wo man auch noch hoch könnte zur Läuferspitze. Und ja, da habe ich es gerade nochmal hoch versucht. Simone und Marcel sind schon zurück zur Bahn. Wollten auch schon ein Stückchen Kuchen essen, das hat ihnen heute gereicht. Verstehe ich auch nach dem Tag gestern. Ich habe es nochmal probiert. Also bis zum Kreuz war ich auch nicht, das wird mir zu fuckelig. Hab dann noch so eine kleine Sequenz eingeblendet, weil wir sind Wanderer und keine Kletterer. Da hatte ich dann auch keinen Nerv mehr. Aber war mal schön. Ging ja schnell. Okay, hier ist für mich Schluss. Ich hänge wie ein Äffchen im Fels. Ich bin Wanderer und kein Kletterer. Abstieg. Da unten sind Simone und Marcel. Ja, heute Morgen beim Aufstehen sah das Wetter noch so ein bisschen durchwachsen aus. Aber die Sonne kommt raus. Deshalb haben wir uns überlegt, fahren wir zur Neunerköpflebahn, um den Berg mal hochzufahren und um eine andere Perspektive zu erhalten. Im Moment zieht sich schon die Wanderschuhe an, das werde ich jetzt auch machen. Wir fahren jetzt quasi von der Sonne in den Nebel hoch. Oh nein. Das klärt sich doch gleich wieder auf. Ja genau, das klärt sich gleich wieder auf. Ach, wir will denn immer langweilige Sonnenbilder haben. Guck mal, dann aber da unten ist der rechte Sonne. Na Sonne? Atemberaubende Aussicht. Hammer. Ich bin so froh, dass wir hier sein dürfen. Klasse. So, und jetzt geht es noch weiter Richtung Spitze. Und ich bin mir ganz sicher, das wird auch super. Ihr könnt also die Pause-Taste drücken, euch noch ein Bier aufmachen. Das wird bestimmt ein super Ausblick da oben. Ihr schafft.
als wir vorhin hier im Nebel angekommen sind, an dieser Gabelung, da haben wir noch drüber gerätselt im Nebel, ob wir zur Sulzspitze auf diesen Berg müssen oder auf diesen. Beide waren verkehrt, denn wir mussten, wir sind mal gerade wieder abgestiegen über diesen Pass. Und dahinter kommt dieser schöne Panoramaweg und dann schlängelt sich erst der Weg zur Sulzspitze hoch. Die hat sich mega gelohnt. Das war echt spitze. Ja, Blick überall hin, ne? Berge über Berge. Berge satt. So, und jetzt werden wir nicht den gleichen Weg zurück machen, sondern wir gehen zum Hallensee. Ne? Hallensee auf besonderen Wunsch von Simone. Ja, ich möchte gerne da unten hin. Da waren wir noch nicht dieses Jahr. Ist natürlich hier keine schöne Strecke mehr, denke ich mal. Ein bisschen Wanderautobahn, würde ich sagen. Ja, so. Aber haben sie schön gehabt. Ne? Ja, da vorne befindet sich die Hütte, die wir von heute Morgen aus gesehen haben, auf dem Hinweg. Und insgesamt gesehen, so die Brille aufziehen, ist das schon ein ganz schöner Schleif gewesen, den wir hier gemacht haben. Dann, aber das macht nichts, denn wir mögen wandern und ihr mögt das auch. Und deshalb kein Video mehr verpassen, den Abo-Knopf drücken und dann könnt ihr euch noch Elmau anschauen oder andere Dinge oder schöne Städtetouren. Was noch so kommt. Was noch so kommt. Das ist fast wie eine Klamm. Cool, ne? Schön. Da habe ich ihn ausgespült. Guck mal, ob es da weiter kommt. Boah. Blick auf Hallensee und rote Flüh. So kann eine Wanderung aufhören. Das sieht doch gut aus. Lecker. Juhu. Dein sieht auch lecker aus. Das ist ja Pommes gut. Deins aber auch. Es ist 18.32 Uhr. Um 10.30 Uhr waren wir oben mit der Bahn. Da sind schon ein paar Stunden jetzt vergangen, aber wir haben uns natürlich auch Zeit gelassen und ein paar Pausen gemacht auf dem Gipfel, auf der Hütte, vor dem Hallensee gerade. Ja. Insgesamt gesehen kann man sagen, dass das eine sehr, sehr schöne Wanderung war und die Bahnfahrt schon ein bisschen rausgenommen hat, dass wir uns nicht so müde gelaufen sind. Ne? Genau, trotz Nebel. Guck mal, da unten steht noch ganz klein unser kleines rotes Auto, fast einsam, vergessen und alleine. Schöner Tag. Ein toller Tag. Ja. Man sagt, ein schöner Rückweg hier vom Hallensee mit der roten Flüh im Hintergrund. Richtig schön. Argenstein. Ja, den Argenstein und die Kissinger Hütte. Da haben wir uns gerade überlegt, was wir morgen an unserem letzten Tag machen wollen würden. Da sind wir noch nicht sicher. Ja, der wunderschöne Panoramaweg vom Füssener Jöchel, der Richtung Argenstein geht. Der ist knapp 2000 Meter hoch. Und hier etwas tiefer, da ist die Hütte, und zwar heißt die Bad Kissinger Hütte. Jetzt habe ich sie da. Muss immer nachdenken, weil es sind viele Namen von den Gipfeln und Hütten hier. Wir sind wieder mit der Füssener Jöchelbahn hochgefahren, und zwar da, wo wir ein paar Tage zuvor auf den Schadschrofen im Nebel hochgestiegen sind und hatten vor, den schönen Panoramaweg zu laufen bis zur Bad Kissinger Hütte und vielleicht auch noch auf den Angstein hochzuklettern. Wir hatten eigentlich ziemlich viel Glück, weil das Wetter war wirklich wunderschön, Postkartenmotive, tolle Farben, alles war klasse. Aber es war da oben ein Volkslauf ohne Ende. Es war nämlich Samstag, das hatten wir vergessen, und wahrscheinlich sogar, glaube ich, Ferienanfang für die Österreicher. Es war unglaublich voll da, sodass wir bei diesen Menschenmassen, die wir da gesehen haben, mussten wir einfach flüchten und haben quasi die nächste Bahn wieder mit nach unten genommen, um dann umzuplanen. Und zwar haben wir uns überlegt, von Grän aus ins benachbarte Örtchen Nesselwengle zu fahren und von dort aus zum Gimpelhaus hochzusteigen. Ein schöner, ruhiger, einsamer Weg, bei dem man in kurzer Zeit sehr viele Höhenmeter zurücklegt. Das hat richtig Spaß gemacht.
letzter Tag hier im Tannheimer Tal ist leider zu Ende gegangen, aber was war das denn bitte heute für ein verrückter Tag? Ja, wir sind erst zum Pissner Jöchel hoch mit der Bahn und wollten zur Bad Kissinger Hütte. Ich hatte irgendwie Fußprobleme und da waren es auch zu viele Leute und da sind wir umgedreht und haben nochmal von vorne angefangen und sind weitergefahren nach Nesselwengland, stehen jetzt hier an dem kostenpflichtigen Parkplatz, kurz vor Nesselwenge, zum Gimpelhaus und da sind wir dann hoch. Das war schön, ne? Ja, auf den Füssener Jöchel, das war der Hammer heute. Es ist Samstag, ich glaube in Österreich haben glaube ich schon die Ferien angefangen. Genau. Das war mega voll. Boah, war das voll, da mussten wir wirklich abbrechen, wir haben tatsächlich abgebrochen. Ja. Wegen der Menschenmenge, das war nicht mehr zu ertragen, obwohl es eigentlich schön war. Und sind dann nochmal nach Nesselwengle gefahren, ein Ort, wo wir vor ein paar Jahren waren. Und sind von dort aus zum Gimpelhaus hoch, da schraubt sich hier gerade senkrecht hoch. Ja. Eine Stunde 45 ist ausgeschildert, wir haben knapp zwei gebraucht. Aber es sind auch viele Bänke zum Ausruhen, man kann sich im Schatten überall ausruhen. Es geht steil hoch, aber schon im Schatten, ne? Da haben wir noch eine Kleinigkeit gegessen, ganz tollen Tag gehabt. Ja. Und jetzt ist unsere Zeit leider zu Ende. Morgen müssen wir heimfahren. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Hat richtig Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo, tschüss.